Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Magdeburg-Karriere. Heute Episode 55, Episode Number 55 und Episode auf Spanisch Numero, ja, 50 y 50, wenn mir nicht alles täuscht. Heute ist eine wichtige Folge, denn wir spielen das Achtelfinale Hin- und Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand. Des Weiteren stehen wichtige Bundesligaspiele gegen Dortmund, gegen Bayern und gegen Leipzig an. Aber nach dem Intro wird erstmal auch geklärt, gegen wen wir heute überhaupt spielen. 10! Klasse! FC! Blau-Weiß sind deine Siegesfarben. FCM, du hast schon viele Fußballnarben. Bezüglich Bolado habt ihr gesagt, ich könnte ihn eventuell mit in den Sturm packen. Er hat jetzt nicht diesen besonderen Stand in unserem Verein. Transferphase ist rum leider. Aber ich glaube, der wird in der Rückrunde ordentlich spielen. Und wenn, dann werde ich ihn auch als Stürmer mit einplanen, denke. Weil ich gerade sehe, dass wir ihn eigentlich auf dem rechten Flügel brauchen. So, damit also ins erste Spiel heute gegen RB Leipzig, eine normale Simulation. Ich denke mal, es wird eine längere Folge, weil wir schnell simulieren alleine 5 Spiele. Und mit einem Sieg gegen Leipzig das Ganze zu beginnen, wäre auf jeden Fall eine ordentliche Idee, würde ich sagen. Jawohl, komm, da ist der Weg frei und Kai König mit dem 1:0. Wunderbar, 15. Minute. Der beste Spieler auf dem Planeten ist er wahrscheinlich nicht, weil ein Mbappé wird eine 95 haben. Ich finde, nach diesen Startschwierigkeiten haben wir uns auch vor allem in der letzten Folge ordentlich zurückgekämpft. Weil ich meine, wir hatten 10 Punkte Rückstand auf Dortmund, jetzt sind es nur noch 4. Also heute stehen echt knackige Spiele auf Programm. Bayern, Dortmund, Inter Rückspiel, jetzt gegen Leipzig, Inter Hinspiel. Das sind schon echt wichtige Spiele heute. Oh ne, oh jawohl, Stojanovic. Ich wollte gerade sagen, da kommt der Ausgleich. Allerdings ist unser Slowene zur Stelle, anschließende Ecke. Dürfte allerdings ungefährlich sein. Oh jawohl, komm, jetzt lauf. Wer ist die Nummer 13? Sessegnon, mach's rein. 2-0, nee, ganz knapp vorbei. Am Ende wird sein 1:0-Sieg Kai König, der Mann, der die Entscheidung letztendlich gefällt hat. 15. Minute, das 1:0, das entscheidende 1:0. Also wir gewinnen das erste Spiel in Leipzig. Damit springen wir auf Platz 2 und sind auf 2 Punkte an Dortmund dran. Die haben nur unentschieden gespielt. Es geht gleich weiter in die nächste Partie. Es wird selbst gespielt gegen Bayern. Zu Hause in der MDCC Arena. Bis gleich. Damit ein herzliches Willkommen zur ersten selbstgezockten Partie für heute von 3 ganzen Partien. Es ist ein Heimspiel, 21. Spieltag gegen den FC Bayern. Bayern aktuell nur Tabellensechster, bei denen läuft es überhaupt nicht. Trotzdem haben sie eine stabile Aufstellung eigentlich. Mit einem alten, bekannten Gesicht. Florian Müller steht nämlich im Tor von dem FC Bayern. Der eine halbe Saison, glaube ich, für uns gespielt oder eine ganze Saison. Danach haben wir ihn ja durch Stojanovic abgelöst. Wie die Aufstellung der Magdeburger ist, ist die Standard-Top-normale Aufstellung wie sonst auch in dieser Saison komplett. Deswegen brauche ich sie nicht nennen. Also ihr seht sie auch. Zirkt sie vorne im Sturm mit Adrian Fein, 2 Ex-Bayern-Spieler hier. Den FC Bayern. Und die Aufstellung der Münchner. Florian Müller im Tor. Viererkette mit Davies, Longley, Arambari und Sjünschü. Eine Doppel-6 mit Kimmich und Thielemans. Drei Offensivmittelfeld mit Sané Eriksen und Hudson-Odoi. Und vorne steht Jonathan David. Und damit rein in die Partie. Ich glaube, die letzten selbstgezockten Spiele liefen gegen die Bayern gar nicht so schlecht. Außer das eine verkorkste Pokalfinale damals, was onstream leider verloren wurde. Wir sehen uns auf jeden Fall in Szene 1 wieder. Jetzt ist auf der linken Seite mal wieder einiges frei. Allerdings ist niemand in der Mitte. Wirklich überhaupt niemand. Macht aber nichts. Richtung Mitte gezogen. Ah, König ist frei. Das war doch kein Abseits, oder? König mit dem 1:0 für Magdeburg. Kein Abseits. Was war da bei der Innenverteidigung los? Und Busquets hat die Übersicht für Kai König. Und der trifft erneut. Wir sehen was. Busquets gute Übersicht. König komplett frei. Was war das von Longley? Also... krasserer Abwehrfehler. Geht eigentlich kaum. Ich glaube, ich werde auch vermehrt über die linke Seite heute kommen, denn Sjünschü ist der Rechtsverteidiger bei den Bayern. Das war definitiv klares Abseits. Und der ist ja eigentlich ein Innenverteidiger. Also nicht unbedingt der Schnellste. Und wenn der gegen einen Ryan Sessegnon da mal anlaufen muss, das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen von dem Trainer der Bayern. Damit geht's in die Pause. 1:0. Also wirklich, mehr ist auch nicht passiert. Die Bayern haben keinen Schuss. Wir haben einen Schuss. Also eher eine langweilige erste Halbzeit. Und das ist wunderbar. In den Lauf von Kai König. Der ist schneller als Arambari mit dem starken Linken. Macht ihn rein. Nee. Müller zur Stelle. Nachschuss. Geblockt. Also erste dickere Möglichkeit für Magdeburg hier in der Halbzeit 2. Chance besteht. Oh mein Gott. Stojanovic. Oh, ich wollte ihn erst rausholen. Allerdings ging das nicht wirklich. Keine Ahnung. Hat ihn nicht richtig rausgeholt. Aber trotzdem ist er zur Stelle hier. Ich dachte, jetzt fällt der Ausgleich. Wirklich. Kimmich mit dem Ball Richtung Mitte. Geblockt. Weiter geht's. Dreifachwechsel. Bolado und Abdullahi kommen unter anderem auf, sowie James Garner.
König mit dem Ball für Lucas Collado. Der ist sofort in den Lauf für Abdullahi, der ist vorbei an Müller. Und Abdullahi macht das 2-0. Gerade aufs Feld draufgekommen und Abdullahi schlägt zu. Krasser Torwartfehler von Müller, dass er dort rauskommt und Collado genau im richtigen Moment. Müller kommt raus, merkt er ist zu langsam. Abdullahi umkurvt ihn. 2-0. Collado und Abdullahi jeweils mit ihren ersten Spielaktionen. Dafür gibt es einen Elfmeter. Okay, also ich habe den Ball gespielt in meinen Augen. Todibo fault hier Sané. Es gibt auch keine Karte. Also ich finde, ich habe den Ball gespielt. Wir sehen was nochmal. Grenzwertig. Elfmeter. Jonathan Davids gegen Stojanovic. Und der ist drinne. Anschluss aber für die Bayern. Ja, war das jetzt wirklich ein Foul? Ich weiß nicht, findet ihr, dass das ein Foul ist? Wir sehen was. Todibo kommt reingerutscht. Schwierig zu bewerten, oder? Schreibt mal gerne rein. Denkt ihr, das war ein Elfmeter oder nicht? Ich fand, es war keiner. Klar, es ist grenzwertig beigespielt. Aber ich fand, das war noch im Rahmen des Möglichen. Abdullahi, wunderbarer Ball für Lucas Collado. Der lässt hier Davis alt aussehen. Ball Richtung Mitte, da ist leider niemand. Nachspielzeit läuft. Eigentlich könnte man abpfeifen. Das macht der Schiedsrichter jetzt auch. Wir gewinnen 2-1 zu Hause gegen die Bayern. Wichtiger Sieg. Ja, Junge, dieser Laufweg von Abdullahi, der ist einfach Weltklasse. Der ist einfach Weltklasse. Ich weiß nicht. Sollen wir Eduardo Andrade verkaufen? Ich meine, wir würden ordentlich Geld für ihn kassieren. Und wir haben ja noch einen Jamal Musiala unter anderem. Ich werde das Angebot erstmal ablehnen. Schreibt mal gerne rein. Andrade verkaufen, ja oder nein? Weil ich meine, er möchte unbedingt wechseln. Ich kann das jetzt auch nicht mehr umstimmen. Egal, wie oft er jetzt spielen wird. Er wird immer wechseln wollen. Deswegen schreibt es mal gerne rein. Ich werde es erstmal ablehnen. So, als nächstes geht es in eine Schnellsimulation gegen Köln. Ich habe ein bisschen durchrotiert. Ich hoffe, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Und wir gewinnen hier gegen Köln 0-0. Ja, wirklich. Wir waren wieder mal die bessere Mannschaft, aber haben vorne nichts reingemacht. Als nächstes folgt das Hinspiel gegen Inter Mailand, welches wir normal simulieren werden. Und die Aufstellung, die ist schon echt nicht schlecht. Also Curtis Jones, Kovacic, Herrera, Hakimi, Depay, Jesus, Bailey, einen Saliba in Verteidigung. Weiß gar nicht, ist das unser Cooper? Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall rein in die Simulation, auswärts im San Siro. Damit geht's also los. Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand. Vor 2 Jahren sind wir gegen Inter Mailand im Achtelfinale ausgeschieden. Und das ist die erste Möglichkeit. Schade. Da hatten wir das Hinspiel in der Simulation, glaube ich, verloren. Und im Rückspiel hat uns, glaube ich, ein Tor gefehlt. Dann hätten wir es ins Viertelfinale geschafft damals. Und Inter führt 1-0. Gabriel Jesus. 1-0 zur Halbzeit. Nichts passiert. Überhaupt nichts. Das war gut. Kommt, Leute. Mann. Es passiert nichts in diesem Spiel. Die drängen uns auch die ganze Zeit hinten rein, die Mailänder. Komm, jawohl. Oh, der geht drüber. Mann. Verlieren das Hinspiel tatsächlich mit 1-0. Dieses Spiel war gerade einfach nur peinlich. Nächstes Spiel gegen Stuttgart. Eine Schnellsimulation zu Hause. Ich spiele mit der Top 11 und es wird ein 1-0-Sieg. Ryan Sessegnon macht das Ding am Ende. Dortmund gewinnt 2-1 bei der Hertha. Okay. Als nächstes folgt eine Schnellsimulation gegen den HSV. Die sind Tabellenletzter und wir gewinnen 2-0. Sehr schön. An dem also gar keine Chance gelassen. Fein und Sessegnon sind Torschützen auf Seiten der Magdeburger. Dortmund spielt nur unentschieden. Sehr gut. Und da haben wir auf jeden Fall Breno Conceicao oder ähnliches. 1,4 Millionen Marktwert nehmen wir einfach mal mit. Ist ein Torhüter, 64er Gesamtstärke mit 15. Das ist schon ordentlich. Als nächstes geht es gegen Schalke zu Hause. Eigentlich auch ein Sieg für uns. Müsste drin sein. 4-0 schlagen wir die Schalker. Sehr schön. Torschützen sind zweimal Zirkzee, König und Zitaishvili. Damit sind wir übrigens Tabellenführer. Punktgleich mit Dortmund. Besseres Torverhältnis haben wir also schon mal. Das ist äußerst stabil. Gleich im Anschluss kommt eine nächste Schnellsimulation zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Wir gewinnen mit 3-1. Zitaishvili sieht allerdings gelb-rot. Torschützen sind wieder zweimal Zirkzee und Kai König. So, vorletztes Spiel der heutigen Folge. Das Rückspiel gegen Inter Mailand, welches wir selbstverständlich selber spielen. Ich sehe gerade, König ist auf eine 93 hochgegangen. Ich würde sagen, mit dieser Mannschaft gehen wir rein. Wir müssen das Rückspiel jetzt gewinnen. Wir haben das Hinspiel 1-0 verloren. Inter Mailand darf am besten kein Tor schießen. Damit ein herzliches Willkommen hier zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. Magdeburg empfängt Inter Mailand in der MDCC Arena. Wichtiges Spiel für uns. Hinspiel haben wir mit 1-0 verloren. Hier einmal die Champions League-Hymne zu hören, während wir die Inter-Spieler sehen. Hier haben wir unser Magdeburger, Zitaishvili, Sessegnon, König und Zirkzee. Hier die Formation der Magdeburger. Die Top-Mannschaft steht komplett
Auf der Bank findet sich auch sehr gutes Personal mit Abdullahi, mit Bolado, mit einem Andrade. Also wir haben auf jeden Fall ordentliche Möglichkeiten, um hier ordentlich zu wechseln auch. Hier die Aufstellung von Inter. Im Tor steht David Soria. Unter anderem ein Icardi auf der Bank, ein Kepa auf der Bank und Keita ist in der Startformation, ist auch der Kapitän. Sonst auch die eher unverändert, obwohl Palaversa spielt von Anfang an. Damit also rein in die Partie. Wir müssen einen Rückstand aufholen. Wünsche mir Glück. Ich hoffe, wir kommen ins Viertelfinale. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Ist das nicht der Cooper, den wir an Inter verkauft haben? Der spielt bei den Innenverteidigungen. Der hat 74 oder so. Oh mein Gott, was ist das für ein Ball? Oh mein Gott, was ist das für eine Parade? Achten Sie heute auf unser Sonderangebot an den Imbissständen. 4 Bockwürste zum Preis von 3. 4 Bockwürste zum Preis von 3. Das ist doch ein guter Deal. Bailey ist kein scheiß Linksverteidiger, Mann. Den musst du eigentlich stehen lassen. Und das macht er auch. Das macht er auch. Bei Richtung Mitte. Och. Also wirklich, dieser letzte Pass, es ist doch so ein Schwachsinn. Warum setzt er den denn so weit vor die Torlinie, sodass König nicht rankommt? König war in der Mitte. Können wir jetzt gleich mal was mit Zirk zu kreieren hier. Jawohl, König vor allem. Für Adrian Fein. Fein scheitert. Gerade ein echt unpassender Moment dafür, aber Zirk, sie hat die Chance. Zirk, sie hat die Chance. Zirk, sie macht ihn rein. Das Hinspieltor ist damit egal. Zirk, sie trifft zum 1:0 für Magdeburg. Wunderbar. Damit ist die Partie offen. Sobald Inter hier einmal trifft, müssen wir zweimal treffen. Oh mein Gott, Stojanovic. Ich wollte es gerade sagen, ne? Antonio Conte ist stinksauer. Inter steht sehr defensiv, also wirklich sehr, sehr defensiv. Und wenn sie den Ball haben, dann spielen sie den aber auch schlagartig nach vorne. Die sind hier echt nicht schön zu bespielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil unsere Verteidiger den Ball haben und ihn immer wieder herschenken. Was ist das für ein Schwachsinn hier? Nee, wofür gibt der Elfmeter? Was? Nee, was ist das? Das ist doch kein Elfmeter. Ich habe ja nicht mal was gemacht. Da war ja nicht mal irgendwas. Ah ja, das ist der Elfmeter. Ey, nee, Stojanovic gegen Gabriel Jesus. Ich springe nach rechts und... Schwachsinn, einfach Schwachsinn. Lauf doch durch, König. König läuft durch. König macht den rein. Wichtiges 2:1. Wunderbar. Glück gehabt, dass er den Pass abfängt. Kai König ist zur Stelle. Und überlupft hier David Soria. Sehen wir es nochmal. König. Nicht guter Doppelpass. Allerdings setzt er sich durch gegen Cooper. Und das können wir am besten jetzt hier machen. Das ist... Oh nein, Mann. Sessegnon, der geht nicht rein. Ich habe auch inzwischen Abdullahi gebracht. Bezirkt sie und Abdullahi bekommt den Ball. Kann Abdullahi es machen? Wieso will ich denn immer lupfen? Nachschuss, nee. Ich wollte, also mein Körper hat es gemacht, aber ich wollte es eigentlich nicht. Oh, nee, Mann. Oh, das ist wieder gut. Komm, Oliver Busquets, mach mich stolz. Jawohl. Alter, knallt er den rein. 80. Minute, 3:1 für Magdeburg. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber jetzt haben wir schon mal das wichtige Tor. Oriol Busquets trifft erneut. Hier sehen wir es. Kai König ist wunderbar. Also der Typ, die Pässe von ihm und dann Busquets knallt ihn einfach rein unter die Latte. 3:1. 2 Minuten Nachspielzeit. Wunderbar von Pembele. Und nochmal ein Freistoß für Inter Mailand in der Nachspielzeit. Oh komm. Ja, okay. Der Ball wäre durch gewesen. Allerdings gewinnen wir mit 3:1 und stehen damit im Viertelfinale der Champions League. Wir rächen uns für die Pleite gegen Inter Mailand von vor 2 Jahren, wo die uns rausgeworfen haben. Diesmal werfen wir Antonio Conte und Inter Mailand raus. So, und gleich im Anschluss geht's in die letzte Partie für diese heutige Folge. Ein Spiel auswärts in Dortmund. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im Signal Iduna Park wieder. Damit ein herzliches Willkommen zur letzten Partie für diese Folge. Dortmund empfängt also den 1. FC Magdeburg, 27. Spieltag. Soweit sind wir schon. Lol, das haben die aber eingefügt. Hört ihr das? Das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir. Der BVB-Song. Ja, okay, er braucht keine Hintergrundmusik, oder? Wir müssen in diesem Spiel auf Zita Schwierigkeit verzichten, denn der Typ ist gelb-rot gesperrt. Alter, was geht denn hier ab mit dem Song? Ich kann mir das nicht mehr anhören, also wirklich. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in diese Partie hinein. Dortmund empfängt den 1. FC Magdeburg. Und die haben hier die erste Möglichkeit. Stojanovic, kommst du jetzt raus oder nicht? Chance bleibt noch bestehen. Sancho und Haaland zusammen. Und Stojanovic hält den Schuss von Sancho. Es ist ein sehr wichtiges Spiel heute für uns. Stojanovic. Oh mein Gott. Beziehungsweise Favoriten sind ja beide, aber es könnte dadurch auch entschieden sein. Das war niemals ein Elfmeter, liebe Dortmund-Fans. Ihr braucht gar nicht so anfangen, rumzupfeifen. Zirkt sie mit dem guten Ball für Lucas Bolado. Der lässt den ersten stehen. Zieht einfach mal direkt ab für Kai König. Kai König, 1:0. Oh mein Gott, das war ein Schuss von Bolado. Magdeburg führt 1:0 Dortmund. Dass Kai König den Ball einfach mal da nimmt an der Stelle. Ich meine,
muss ja nicht tun. Ah, das ist unfassbar, dass es kein Abseits war. Und dann war es ein bisschen rumgedrängt da in der Mitte. Aber Kai König setzt sich hier durch und macht das 1-0. Bisher ist jetzt nicht der Schwede-Ersatz Bolado geglückt. Das ist mal Lukas Bolado. Bolado wird nicht gefoult, alles beigespielt, ist klar. Aber warum war das dann vorhin mit den Elfmeter, sowohl gegen Sané als auch im Spiel gegen Inter? Oh Gott, gut den Passweg zugestellt, allerdings gönnt FIFA nicht, gibt den Ball wieder zu den Borussen, die jetzt auf einmal durch sind. Und Haaland scheitert an Stojanovic. Oh, FIFA ist doch bei uns, Mann. Jetzt der weite Ball für Zirkzi. Wunderbar, ist das das 2-0? Jawohl, das ist es. Adrian Fein mit dem unfassbaren Ball für Joshua Zirkzi und der mit dem 2-0 hier in Dortmund, 75. Minute. Unfassbarer Ball von Adrian Fein. Jetzt sehen wir es. Okay, wir sehen es leider nicht. Nur das Ende davon und Zirkzi knallt ihn einfach durch. Er knallt ihn einfach durch. Keine Chance für den Keeper von Dortmund. Unfassbar stark. Einfach reingezimmert das Ding. Auch gleich mal dreifach gewechselt. Ein Abdullahi ist vorne drin. Ein Eduardo Andrade ist auf dem Platz. Und ein Patrick. Nee, nicht Patrick. Wenn man Mats Stief ist, auf dem rechten Flügel jetzt mal für Bolado gekommen. Es finde ich gut, dass wir uns hier gegen die großen Vereine auch durchsetzen. Wenn Erling Haaland jetzt noch trifft, dann wäre das nicht gut. Setzt ihn rüber, Sancho. Kommt nicht durch. Beziehungsweise kommt nicht ran. Wenn Abdullahi jetzt nochmal schön trifft, das wäre auf jeden Fall der Glanzmoment für diese Folge. Ball Richtung Mitte, Abdullahi. Der ist drinne. Oh mein Gott, 3-0. Ich hätte niemals gedacht, dass der drinne ist. Suleiman Abdullahi trifft tatsächlich auch noch. 88. Minute. Wunderbar. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Ball drinne ist. Was ist das auch für ein Torwartfehler? Also, was macht der da? Ihr seht was nochmal. Guckt euch die Figur vom, also die Figur vom Keeper an, wie er sich verhält. Also, das ist immer absolut verschätzt. Wie dumm ist das denn? Aber Abdullahi macht sein drittes Saisontor. Dürfte allerdings nicht mehr allzu viel anbrennen. Das ist auch korrekt so. Magdeburg siegt mit 3-0 in Dortmund und zieht damit auch 3 Punkte weg von der Borussia. So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat diese gefallen. Falls ja, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben unter diesem Video da. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Stimmt auf jeden Fall jetzt für den nächsten Gegner ab. Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, kostenlos abstimmen, anonym abstimmen, einfach auf den Link klicken. Ergebnis einreichen, fertig ist. Zur Auswahl stehen auf jeden Fall Bielefeld. Dann unser Viertelfinalgegner ist der FC Barcelona. Hinspiel. Auswärts gegen die Hertha. Rückspiel gegen Barcelona, gegen Augsburg und ich glaube, das Spiel gegen Freiburg nehmen wir dann auch noch mit. Das heißt, die Spiele stehen dann zur Auswahl. Alles, was danach passiert, wird in einem Stream stattfinden. Ich weiß noch nicht, wann dieser stattfindet. Vielleicht nächstes Wochenende. Also ich nehme das hier gerade am 20. auf. Das Video kommt wahrscheinlich jetzt dann morgen am 21. oder vielleicht am Sonntag. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Sonntag wäre eigentlich eine gute Idee. Wenn die nächste Folge Samstag kommt und am Sonntag der Stream ist, das wäre eine gute Idee. Deswegen würde ich es so machen. Sonntag wird mein nächster Livestream stattfinden, tatsächlich. Das bedeutet, seid da auf jeden Fall am Start. Dort spielen wir die Saison der Magdeburg-Karriere zu Ende. Das sind nicht viele Spiele, das sind auf jeden Fall 3 Ligaspiele und ich hoffe noch 3 Champions-League-Spiele. Deswegen stimmt auf jeden Fall gerne vor euren Verein ab. Ich spiele 2 Spiele davon selber. Eins wird normal simuliert und der Rest wird schnell simuliert. Falls mal ein bisschen längere Folge mal wieder. Das heißt dann also Sonntag, der 23.05. wird der zweite Livestream hier kommen. Wir spielen die Saison zu Ende, gucken dann gegebenenfalls immer auf irgendwelche Tabellen, auf alte Spieler und so weiter und so fort. Deswegen seid dort auf jeden Fall gerne am Start und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge am Start. Wie gesagt, das war jetzt mit der Folge heute. Bis dann, sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ciao.